Ey, wisst ihr, was voll schade ist? Was? Normalerweise habe ich ja am Anfang von der Challenge immer richtige Probleme, meine Mitspieler zu finden. Aber Oh, ihr habt aber ja ich hab einfach den mehr. Glowing-Effekt und ich sehe euch direkt. Aber pass jetzt mal auf. Aber pass jetzt mal auf. Jeder einzelne Chunk in unserer Minecraft-Welt hat heute eine kleine Überraschung für uns. Denn überall sind verschiedene Potion-Effekte versteckt. Egal ob stark, schwach, schnell, nervig oder komplett nutzlos, alles ist dabei. Und nicht zu vergessen die tödlichen Chunks. Werden wir heute an diesen wieder scheitern? Oder ist das Glück heute auf unserer Seite? Sollte euch das ganze Video gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Jungs, es wird Zeit, Minecraft durchzuspielen mit random Potion-Effekten in jedem Chunk. Ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass es direkt am Anfang regnet? Ja, es war sehr laut. Stiggy, es liegt daran, dass du alt bist. Was? Auf geht's! Ich kann euch empfehlen, nicht hier rechts abzubiegen. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen für viele Leute, die nicht wissen, dass es hier auch viele gefährliche Chunks gibt, denn es gibt unter anderem auch Instant Damage als Potion-Effekt, aber auch unter anderem Levitation. Normalerweise könnte man jetzt auch einfach dort rüberschwimmen zu diesem Schiffwrack, aber es ist, glaube ich, viel, viel einfacher, einfach mal in Ruhe nach oben zu steigen und vielleicht einfach mal einen riesen XXL-Sprung abzulassen. Mach's lieber nicht. Die sind beide hier ziemlich schlecht. Oh, er hier geht, okay. Ich fliege ja wesentlich weiter als ihr. Ich habe ja ganz andere Pläne. Nee, du musst durch diese Chunks durch, Basti. Und in der Luft bekommst du dann einen Hit. Und was passiert, wenn du in der Luft einen Hit bekommst? Nichts. Nochmal wieder. Jungs, ihr geht hier halt voll den falschen Weg, ne? Ihr macht die komplett falsche Taktik. Ich bin gespannt, Basti. Ey, ich wünsche dir viel Glück da oben. Ich schau dir zu. Packst du, ne? Auf jeden Fall, während ich hier noch hochfliege, nochmal für die Zuschauer. Ihr werdet wahrscheinlich auch sehen, wir haben die Chunk Borders diesmal aktiviert, damit ihr auch direkt sehen könnt, wo die 16x16 breiten Bereiche in Minecraft eben sind, wo es jedes Mal für uns einen neuen Chunk geben wird. Oh, meine Border sagt mir, dass der Chunk hier vorbei ist. Jungs, ich springe jetzt runter, ja? Das wird nix. Okay, es wird legit nicht. Oh, oh mein Gott. Das war die dümmste Aktion aller Zeiten. Okay, ja, egal, wir müssen nicht drüber reden. Jungs, lasst mich auf jeden Fall lieber looten. Das ist eine Aufgabe für mich. Okay, macht das. Ist aber auch gefährlich hier. Ja, auf jeden Fall. Ich habe erstmal die wichtigen und sehr, sehr, sehr wertvollen Ressourcen secured. Oh, Essen. Da, ich habe Mittag für uns. Oh, wer hat Hunger? Ein bisschen hätte ich schon Hunger. Warte mal, das ist eine Suppe, die uns random Effekte gibt. Random Effekte in einer random Minecraft-Effekte-Welt. Ich dort verloren. Ja, genau. Alles klar, Jungs, okay. Was ist denn euer Lieblings-Minecraft-Potion-Effekt? Unsichtbarkeit, glaube ich. Weil das erinnert mich immer an meinen Lieblingsfilm Harry Potter. Und das erinnert mich an meine Kindheit. Und deswegen mag ich das. Ich würde sagen, jetzt mal ernsthaft, ich finde Dolphin Grace ist so ein cooler Effekt, der mit einem richtig nicen Update auch dazu kam, der eben auch einfach Spaß macht. Ich finde, man sollte mehr Effekte haben, die Spaß machen. Ja, das stimmt schon. Oh, apropos Spaß machen. Oh, das ist geil. Okay, komm mal, Stegi, zeig, was du drauf hast. Gegen das Skelett mit Speed 4. Ich laufe die ganze Zeit nur weg. Ich dodge die ganze Zeit nur. Nein, nein, du musst ihnen einen Hit geben und dich dann nicht treffen lassen. Wenn Veto möchte, kann er mir helfen. Nein, Veto möchte nicht. Ich möchte! Hey, Basti GRG ist der beste Minecraft-Spieler. Also ich bin ja schon equipped. Ich habe mir ein kleines Lager und hier wohne ich jetzt. Was sind denn Sachen, die wir unbedingt heute besser machen müssen als im Vergleich zum letzten Mal? Kommunikation. Stegi, du bist gerade alleine. Bin ich aber tot? Nein, bin ich nicht. Ihr habt Eisen? Ja. Kommunikation hat hier mal wieder nicht geklappt. Ja, du bist ja nicht mal bei uns im Team gerade. Ich habe euch nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit im Blind-Chunk war. Oh mein Gott! Ich dachte die ganze Zeit, ihr seid neben mir. Oh, wo seid ihr denn? Warte mal, das Skelett kann mir gar keinen Schaden machen, weil es auch Weakness hat. Das ist interessant. Oh nein. Nö, raus. Perfekt. 3, 2, 1. 0! Ich würde sagen, jeder sucht sich einen Baum aus und dort läuft er hin, okay? Welchen Baum? Ich nehme den rechts. Dann nehme ich den in der Mitte. Jungs, wo war nochmal mein Baum? Oh, ich lieb meinen Baum. Ich lieb meinen Baum. Bro, du sollst den nur abbauen. Veto, was gibt's bei dir für Probleme? Naja, ich habe auch Poison, aber ich will halt lieber von dir Holz haben. Hier kommt doch gleich bestimmt ein Sapling raus, dann kannst du dir einfach einen neuen machen. Jo, danke dir. Halbes her? Du hast keinen Baum und du hast ein halbes Herz. Wie schwer kann es denn sein? 2 Minuten. Ich bin richtig guter Dinge, dass wir das heute hier hinbekommen. Nein. Alle guten Dinge sind 3, 2, 1. Wir machen das nicht noch. 0. Ihr seid nicht mal da. Ihr sagt 0 und seid... 0. Ah,
Alles klar. Wer will mit mir Minecraft durchspielen und sich von Creepern nicht explodieren lassen? Ich will mit dir Minecraft durchspielen und nicht vom Creeper explodieren lassen. Nicht von Creepern explodieren. Nee, das auch nicht. Nee. Es ist echt nicht so nice, dass wir im Bad Luck Chunk sind. Das passt eher zu uns. Resistent. Egal wie heiß, gefährlich, flüssige Lava kann auf unseren Körper fließen. Wir würden es aushalten, denn wir arbeiten als Kollektiv, als Team so gut zusammen und werden heute alles bezwingen können. Glaubst du wirklich? Nö. Ich habe so das Gefühl, egal wie gut wir zusammenarbeiten, ne? Wenn die Chunks nicht auf unserer Seite sind, wird das hier so verdammt schwierig. Welche Richtung sieht denn für euch sympathisch aus? Wo spürt ihr die Energie der positiven, der guten Chunks? Osten. Safe Süden. Nein, in Richtung Süden ist immer das Verderben. Warum hast du ein Holzschwert? Und wie sieht Richtung Osten aus, Veto? Oh, Luck 2. Wir haben Glück hier auf jeden Fall. Hä? Wo seid ihr? Veto, hier ist keiner. Hier ist nur ein Stuhl. Und ein Crafting Table vorne. Euch geht's gar nicht gut. Aber dort vorne ist Witter, da will ich nicht reinlaufen. Leute, weiter Richtung Süden. Wir gehen jetzt durch. Richtung Süden. Wie viel Eisen hast du, Veto? 15, glaube ich, waren's. Cool. Dann gehen wir nach oben, smelten. Hier, Schilder für euch. Also, mehr Essen, dann in den Nether. Pfeil und Bogen, ja oder nein? Ich würde es erstmal ohne probieren. Wir können jetzt so lange suchen, bis wir Fire Resistance haben, weißt du? Also einfach nur noch Essen ranholen und dann in den Nether. Das wäre ein Plan. Eure Mission mit jeder holt sich 20 Fleisch, läuft, ja? Mega gut bis dato. Ja. Genau, ja, Sam. Okay, cool. Oh, da nicht rein. Der ist sehr, sehr schmerzhaft. What the fuck? Du bist auch gleich tot. Hier, da rein. Hier bleibst du. Oh, danke. Geil, ne? Das ist dein Fleisch, was du jetzt gefarmt hast? Ja. Hast du was? Ja, ich habe 8 Fische. Können wir die auch braten? Können alles braten. Ja, wir können auch dich mal braten. Okay, Jungs, ich zeige euch mal einen kleinen Geheimtipp. Passt mal auf. Oh, Geheimtipp. Ich bin da. Glaubst du, er hat einen Plan, Veto, oder Prank? Ja. Nee, Jungs, er hat einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Dein Basti hat einen Plan. Der ist ja übelst gute Chunks die ganze Zeit, ne? Ja, das ist nämlich der Basti-Weg. Wo Basti langläuft, läuft es nämlich immer gut. Genauso wie hier. Oh, guck mal, wie krass ich mir das gemerkt habe. Ne? Das ist krass. Das ist wirklich nicht schlecht. Portal steht! Guckt mal ganz kurz, Jungs. Ich habe einen Zaubertrick für euch. Stellt euch ganz genau vor, dass ich verschwinde. Du verschwindest. Okay. Basti verschwindet. Oh, da ist er wieder. Hat jemand von euch ein Feuerzeug? Denn dann würde ich jetzt mit euch in den Nether gehen. 3, 2, 3. Habe ich jetzt umsonst ein Feuerzeug gemacht? Vielleicht. Gut, ich hätte Bock auf Fire Resistance und eine Festung. Eine Bastion würde ich auch gerne nehmen. Luck 2. Wenn das der erste Chunk ist, gefühlt im Nether, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Jungs, wir schaffen das. Wir können den Nether überwinden. Irgendwie ist Stege immer noch weg. Ich habe Stege gerade irgendwo gesehen. Ich sehe Stege glown. Bleib da stehen. Ich weiß schon. Ich glaube, ich laufe eh richtig. Ich habe es jetzt gefunden, wohin. Ich bin echt überrascht, dass wir 50 Minuten am Leben sein können und es bis dato eigentlich ganz gut läuft. Aber wir hätten irgendwie früher schon eine Festung jetzt finden können oder so, ne? Ja. Lass mal hier mal ein bisschen... Oh ja, nach links sieht besser aus. Stimmt, du hast recht. Darf ich... Oh. Warte, ich mach's für dich hin. Das ist eine Bastion! Bastion! Ja, nee, wir looten das Ding, oder? Würde ich sagen, was haben wir denn hier im Angebot? Oh. Hinter dir, Basti. Nein! Oh, ihr müsst aufpassen! Ich weiß bei der Bastion nicht, wo die Goldblöcke sind. Ich glaube, die sind in dem Poison-Chunk. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ach, wollte ein paar Goldblöcke im Poison-Chunk abbauen. Das klingt auf jeden Fall chillig, Jungs. Oh, Digga, hast du gesehen? Nee, Digga, ein Herz. Jungs, was macht ihr denn da gerade? Ja, ich weiß, der linke gibt mir halt Damage. Aber ich weiß, der rechte macht, weiß ich noch nicht. Der hier auch Damage? Ja, anscheinend. Aber du könntest hier eigentlich einmal hochgehen und zu mir rüber, wenn du halt voll bist. Ja. Ja, er kann echt ordentlich Damage bekommen. Lul. Ich laufe gerade schon ein bisschen egoistisch weiter, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich gleich eine Festung... Also Richtung Norden oder so? Bist du einfach? Richtung Norden bin ich gerade unterwegs. Ich habe eine Festung. Juhu! Hast du dir jetzt extra mit... Würde ich sagen, wenn da eine Festung wäre. Ist da keine? Nee. Was ist das denn, Veto? Festung! Oh mein Gott! Jawohl! Kommt zu mir, Freunde! Du musst aber erstmal hinkommen, ne? Wie wär's denn damit, dass du einfach zu den Koordinaten kommst? Ja, das wird schon alles sein. Digga, was ist denn jetzt los? Was ist denn? Was? Das ist kein Gag, oder? Das ist gerade keine Gagmaschine. Was ist das? Hat Real Talk gebuggt gerade. Ich konnte den Real Talk nicht hitten.
Oh nein, es ist halt kein Bug gewesen. Das war so eine kranke Kombo, die du da gedrückt bekommen hast, oder? Mann, weh, tust du mir so leid, ne? Aber du hattest Weakness 2. Du konntest ihn deswegen nicht hitten. Wie du aber auch dich ausloggen möchtest, du kleiner Hund. Einfach ja. Ohne Scheiß. Ich war im Menü. Ey, das ist echt traurig, weil wir jetzt einfach halt alle drei an der Festung waren, auf die wir jetzt einfach 1,5 Stunden gegrindet haben. Oh, ja. Wow. Wow. Alter. Veto. Was denn? Okay, Jungs, wollen wir es probieren? Oh, hier ist direkt ein Lavasee, Jungs. Direkt ein Lavasee, da vorne ein Dorf. Das ist der Try der Tries. Ich kümmere mich um Essen. Gut. Und ihr kümmert euch um Eisen, Jungs. Ha? Wieso passiert das jedes Mal? Oh nein, habt ihr wieder Raid gezockt oder was? Ja, ja, wir machen hier gerade ein bisschen Raid. Machen wir jetzt einfach ganz normal unsere Challenge nebenbei und farmen und equippen uns einfach im Dorf, während jetzt hier so einfach so ein Raid ist. Ich komme jetzt gerade zum ersten Mal zu euch gleich. Ich sehe jetzt ein Raid. Ja, schon mal. Das wundert mich nicht. Veto, bei dir sonst alles unter Kontrolle? Alles gut, ja. Veto, for real, lass mal den letzten nicht killen. Soll ich den einbauen? Ja, so mäßig, wenn es geht. Ja. Die Chunks im Dorf sind so schrecklich. Gut, Jungs, jetzt aber nochmal die gesamte Motivation zusammenpacken. Okay, ich habe schon so viel Holz, Basti, Digga. Wir haben gleich die Trades schon fertig, ne? Alright, sehr gut. Das ist das, was ich hören will. Junge, Haste 5! Haste 5! Veto, kannst du noch mal kurz kommen? Noch ein anderes Anliegen. Ich bin in der scheiß Falle hier. Dicker, ich komm hier nicht mehr raus. Geh mal rein, Veto. Geh ich mal rein. Okay, cool. Er ist einfach eingesperrt. Mit Mining Fatigue kannst du ja trotzdem abbauen. Das sagst du jedes Mal. Ja und? Was machst du gerade so? Ich farm Essen, Sticks, etc. Okay. Stege, hast du noch Holz? Weißt du? Ja, ich müsste es aber hier durchgeben gleich, weißt du? Hier einfach durchwerfen einmal. Hallo! Hey! Hilfe! Digga, bei dir klingeln gleich die Nachbarn. Ich hab einfach die Challenge verloren, wenn wir nicht mehr rauskommen. Oh, jawoll! Kommt raus, Jungs! Dankeschön! Bitte, bitte. Oh mein Gott, dann liegt es am Raid, Jungs. Wir können während des Raids nicht die Berufe verändern. Ja, wir spielen einfach den Raid zu Ende. Das war nicht so schlau. Jungs, wir müssen das Dorf leaven. Weil Raid wieder losgeht. Oh. Also entweder schaffen wir den Raid oder wir verlassen jetzt das Dorf. Ich glaube, verlassen wäre sinnvoller, oder? Irgendwie. Ich würde sagen Richtung Westen, Jungs. Okay, hier Essen farmen. Lavasee! Angenommen, unser Lavasee wäre in einem Wither-Biom. Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Ich bin jetzt da bei euch. Ich sehe euch da hinten, wie ihr rumsteht. Hallo! Hilfe! Hey! Hilfe! Hilfe! Seid ihr hier? Geil! Stegi, lass mich raten, du hast nichts an Essen. Übelst viel! Digga, holy shit. Einfach komplettes Restaurant dabei. So, Jungs, habt ihr eure Klamotten? Ich hab alles dabei. Okay. Jetzt ist erstmal Gießen. Ich bin mega stark im Gießen. Ja. Warum haben wir hier nicht weit? Oh. Ja, hier ist es immer geil, noch diese extra Herzen zu haben. Veto, es geht los! Oh mein Gott, rein da, rein da. 3, 2, 4, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Alles gut, alles gut. Da hinten ist echt Festung, ne? Festung, ja, for real! Geil! Du musst halt wirklich aufpassen, dass jetzt nicht gleich ein Chunk kommt, bei dem du Damage bekommst und so, ne? Ja, ja. Okay. Jungs. Oh Gott, ist das nervig. Alter, Party hart. Veto, du hast es auch machen müssen. Ach, Veto. Okay, Jungs, das haben wir letztes Mal nachts. 3 Stunden erst erreicht. Ich würde schon sagen, lieber einfach straight hochbauen, Jungs. Straight nach oben oder so treppenmäßig? Veto? Alles gut. Was nee, alles super gut. Du hast recht, stimmt. Sorry, dass wir nochmal deinen Namen gesagt haben. Ey, sorry, wir wollten dich gar nicht nerven. Hat jemand noch ein Eisen über? Ja. Geil. Hat jemand noch... Oh mein Gott, Jungs. Das ist Levitation. Du musst immer jetzt konzentriert sein. Ich hab Spawner. Und Instant Health 4. Was? Oh, das wird die niceste Nether Action. Was haben wir hier für Luck? Glück. 5. Alter. Besser geht's nicht. Hier oben ist noch ein Spawner. Double Blaze Spawner. Ignorieren wir, oder? Aber nee, der hier ist bei Leben, oder? Können wir den nicht echt einfach hin, Basti? Oder ja. Ja, guck mal, juckt echt nicht. For real? Juckt nicht. Wir kriegen keinen Schaden. Aber das ist mir doch jetzt alles egal. Oh Gott, ja, da hinten müssen wir aufpassen. Dann lass den Spawner eben einfach ausbauen, dass die vor uns spawnen müssen. Stegi, Stegi, hier. Ja? Hier, guck mal. Oh, oh. Und Holz! Hui, hui! Das ist echt stark, Mann. Noch nie so viel Spaß in Minecraft gehabt. Ich hätte 4 Stück. 5.
4 Stück. Ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Nether, weil wir einen OP Potion Effekt im Chunk hatten. Alter, das ist der Run. Und was machen wir jetzt mit Enderperlen? Na, dann gehen wir einfach Endermänner suchen in den starken Chunk mit Weakness, oder? Das wäre doch funny. Genommen. Ah, nee, schon wieder. Was wir nicht schon wieder. Und jetzt, ja, ist halt die Frage, wir können auch safe über ein Dorf spielen. Aber kein Bock. Ich hab keine Bock. Wir gucken mal ganz kurz, was hier in die Richtung ist für Biome. Mal gucken mal. Wenn dann Warp Forest ist, easy Enderman farmen. Wenn ich Sebastian ist, würde ich einfach Gold und dann traden. Je nachdem, was es jetzt hier ergibt. Aber das Wichtigste für mich ist einfach nur den Spaß dabei zu halten. Ne? Jungs, hey, immer, hey, lächeln. Lächelt mal an eure Camps. Hab ich. Jungs, hier ist noch eine Festung im Crimson Forest. Oh, was wohl in der Kiste drin? Eisen und Goldschutzblade. Da war auch eine Kiste. Ein Diamant. Noch eine Kiste. Was? Ja, haben 4 Diamanten. Was? Noch eine. Was? Oh, Warp Forest. Okay. Hi, Veto. Das ist gefährlich, was du machst. Das sieht echt gut aus. Ich habe auch noch 7 Obsidian. Oh. Ist ein riesiger Warp Forest. Sind wir alle im Forest hier? Ja, genau. Wir fahren jetzt alle im Forest Enderpan. Ich krieg einfach nur, wie Basti rumschwebt. Ich hab 3. Dankeschön, Veto. Vielen Dank. Dir Schwert hab ich von dir bekommen. Oh. Steh, warum machst du das so? Woher willst du wissen, wie ich es gerade mache? Oh, Digga! Ich sehe halt gar nichts, weil es so ein Betrunkenheitseffekt gerade ist. Ich kämpfe gerade gegen den Enderman und ich kann ihn irgendwie nicht hitten. Veto, kannst du da helfen? Lock dich einfach aus. Da war du bist 7. Reicht das? Ich habe 5. Ich habe 4. Du hattest 7 Obsidian, ne? Das ist korrekt, ja. Alright, dann gehen wir erstmal zurück zum alten Portal. Wir müssen dann jetzt nur noch gucken nach Fernschusswaffe, um einfach nur die Türme wegzuballern, glaube ich. Stell dir mal vor, wir haben im End das Glück, was wir hier hatten, bei den Blazes. Das wäre fantastisch. Minecraft auf leicht einfach. Peaceful. Veto, wann bist du da, Mann? Digga, es tut mir Real Talk leid, ich konnte nichts machen. Fucking Gott, Veto. Nein, Real Talk, es tut. Nein, also wirklich, es ist alles zusammengekommen. No joke, es war unmöglich. Was ist denn das für ein Timing? Ey, das ist aber auch so eine eklige Stelle. Man, wir hätten einfach alle zusammenlaufen müssen. Jo, das ist eine sehr bittere Pille, Jungs.